Buenos dias alle miteinander und herzlich willkommen zu meinem ersten Video hier aus unserem Mallorca-Urlaub. Wie schon vor 2 Jahren befinden wir uns wieder in Can Picafort und sogar in derselben Hotelanlage. Und ja, heute möchte ich meine erste Wanderung hier vornehmen. Eine kleine Sache nur, ich gehe jetzt mal 15 Kilometer bis nach Alcudia in die Bucht von Puyenza. Stehe jetzt gerade noch hier am Mittelmeer in Can Picafort und das Wetter heute Morgen richtig klasse. Es ist fast windstill. Das Mittelmeer gleicht hier fast einem See. Es hat fast null Wellengang. Es ist wunderschön. 7:30 in der Früh etwa. Ja, und so würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und auf geht's. So, und nach 5,28 Kilometern komme ich jetzt hier direkt am Strand an diesem Turm vorbei. Ich vermute, das war mal so eine Art Aussichtsturm, vielleicht auch Leuchtturm oder ja eben als Sicherheitsposten gedacht. Ne? Mallorca war ja früher auch oft Ziel von Piraten gewesen, habe ich mal gelesen. Ja, und so findet sich dieser Turm hier, da kann man auch reingehen. Ne? Draußen konnte man gerade auf diesem Balkon sehen, aber hier drin ist dann auch Feierabend. Hier wäre eine Leiter gewesen. Die Sprossen hat man aber abgeschnitten, um eben einen Aufstieg verhindern. Da oben geht es dann hoch. Da wäre diese Empore. Oh, es geht sogar 2 Etagen hoch. Ja, schade. Aber gut, sehr schönes Teil. Und so würde ich sagen, geht es auch direkt weiter. Herzlich willkommen nach 11,54 Kilometern in Alcudia mittlerweile, glaube ich. Also Muro, der Ort liegt schon hinter mir. Und ich laufe jetzt die ganze Zeit diese ziemlich stressige Hauptstraße hier lang. Die zieht sich hier wie ein Bandwurm an der Küste direkt entlang. Ja, ist ziemlich nervös hier alles und ja, habe jetzt noch 4 Kilometer bis zu meinem Zielort, den ich mir rausgesucht habe. Und ich hoffe, dass ich richtig geschaut habe. Denn ich wollte die Stelle ansteuern, die ich eben vor 2 Jahren schon mal da gewesen bin, wo wir dieses Klippenspringen gemacht haben. Blende ich gerade mal ein paar Bilder von ein. Und ich habe jetzt ziemlich lange Google Earth studiert und angeschaut, wo das sein könnte, gewesen sein könnte. Aber ich habe mir den Ortsnamen leider nicht gemerkt. Und ja, so will ich hoffen, dass das die Stelle ist, die ich rausgesucht habe. Falls nicht, denke ich, gehe ich da trotzdem eine Runde schwimmen und mache mal ein paar Wasseraufnahmen. Also ist für alles gesorgt und so würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder, wenn ich da bin. So, 15,4 Kilometer gelaufen, kurzer Zwischenstopp hier in Alcudia, noch knapp 2 Kilometer bis zu meinem Ziel. Ja, hier stehe ich jetzt auf so einer Art Marktplatz, sieht ziemlich historisch aus und das Tor hier erinnert so ein bisschen an die Ulrepforte in Köln. Na, auf jeden Fall hier, das scheint mir so ein Denkmal zu sein für einen Carlos, den ich weiß nicht wie vielten, irgend so ein Denkmal mit so einem Adler oben drauf. Ja, und gegenüber hier, richtig klasse sieht das aus, dieses Burgtor oder ehemalige Stadttor aus der Zeit der Konquistadoren. Leute, ich habe keine Ahnung, alles Mutmaßungen von mir. Ja, und da kommt man dann auch schon in die historische Altstadt offensichtlich rein. Ich drehe mich gerade mal rum. Also, ne, so stellt man sich Spanien vor, Mallorca, richtig klasse. Das ist aber nicht mein Weg, ich muss hier weiter. So, und damit herzlich willkommen nach fast 18 Kilometern Fußmarsch hier in der Bucht von Puyenza. Aber Leute, das ist alles andere als die Stelle, wo wir vor 2 Jahren hier das Klippenspringen gemacht haben. Dennoch eine sehr schöne Stelle. Richtig schroffer Fels, glasklares Wasser, fast Windstille, also kaum Wellengang.
Und ja, so werde ich einfach mal hier den Küstenstreifen ein bisschen weiter entlang gehen. Vielleicht finde ich eine andere Stelle, von wo ich aus mal ins Wasser springen kann vom Fels aus. Und genau, machen wir uns einfach mal auf den Weg. Also Leute, ihr seht schon, eine wirklich zutiefst beeindruckende Felslandschaft ist das hier. Und da kommen mir immer so ein bisschen Sorgen auf, wenn ich über solche Felstrümmer drüber laufe, dass die sich nicht doch irgendwie nochmal setzen oder umkippen oder so, ne, wie in dem Film 127 Hours oder 186, keine Ahnung, wo der Radfahrer auf jeden Fall gestürzt ist und sein Arm unter einem Felsblock eingeklemmt war und der sich den Arm später abtrennen musste, weil er sonst nicht rausgekommen wäre. Ja, es ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass sich solch ein felsiges Ungetüm bei einem verhältnismäßig kleinen Gewicht eines Menschen bewegt, aber nicht ausgeschlossen, aber Risiko muss man halt eingehen und es macht richtig Freude hier. Es ist einfach hier hoch zu klettern und der Fels richtig griffig. Jetzt hoffe ich, dass ich hier bald mal eine Stelle finde, wo ich ins Wasser springen kann. Ja, hier jetzt auch wieder, hier ist so ein Abgrund, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie ich da runterkommen soll. Da muss ich die Kamera erstmal wieder aus der Hand legen. So, nach weiteren 50 Metern etwa habe ich jetzt eine Stelle gefunden, von wo aus ich auch mal relativ gefahrlos ins Wasser springen kann. Ist es nicht allzu hoch, vielleicht 2 Meter. Das Wasser scheint 4 Meter tief zu sein ungefähr, also es sollte klar gehen. Ich nehme auch mal die GoPro mit ins Wasser. Leider habe ich da das Water Case, also diesen Wasserhülle zu Hause vergessen. Die GoPro ist zwar von Hause aus wasserdicht, bei Salzwasser weiß man aber nicht so genau. Ich riskiere es einfach. Sollte sie kaputt gehen, ihr kennt meine Meinung, dann hat die GoPro sich das auch verdient. Und so würde ich sagen, ziehe ich mich mal aus und dann geht's ab ins kühle Nass. Also richtig klasse hier. Aber man kann gar nicht abschätzen, wie tief das ist. Ne? Ich denke jetzt gerade, das ist nur so schienbeintief. Ja, da stehe ich bis zur Hüfte im Wasser. Wahnsinn. Okay, weiter geht's. Ja, also hier ist dann noch Ende. Ne? Hier ist so eine künstliche Höhle von dem eingestürzten Fels. Der hat hier so eine kleine Öffnung gebildet. Ja, trotzdem mal so ein kleines Abenteuer. Richtig cool. Ja, da ist auch noch mal Licht, da könnte ich mich jetzt auch noch durch... Ach komm, da quetsche ich mich jetzt durch. Was soll das? Jetzt sind wir einmal hier. Boah, über mir dieser Fels. Ne, der hat da so ein paar Auflagepunkte, wo der sich abstützt. Und ich kletter da gerade drunter her. Klasse. Oh, eine ganz kleine Öffnung. Boah Leute, der Fels, der ist so scharfkantig. Das ist Wahnsinn. Wow! Durch diese Öffnung habe ich mich gerade gequetscht. Irre. Ja, jetzt will ich nur hoffen, dass ich nicht da durch muss, um wieder zu meinen Sachen zurückzukommen. Und mal gucken. Ja, vielleicht kann ich von da vorne noch mal ins Wasser springen. Muss mal sehen. Ja, Leute, wie gesagt, das ist hier extrem schwer, die Wassertiefe abzuschätzen. Und ohne einen erfahrenen Einheimischen hier habe ich da gerade wirklich ein bisschen Sorge jetzt. Nicht vor der Höhe, sondern einfach, dass ich mir da wirklich verletzen könnte. Deswegen versuche ich jetzt doch noch ein Stückchen runter zu klettern. So, aber von hier, von der Höhe, scheint es jetzt in Ordnung zu gehen. Wünscht mir Glück! Ja, also meine Sorge ist nicht ganz unbegründet. Wenn man da mit einem Fußsprung wie eine Kerze ins Wasser taucht, hat man da gute Chancen, den Grund zu berühren. Na, mit so einem flachen Kopfsprung, wo man dann so ganz flach eintaucht und direkt wieder hochkommt, dann geht es. So, damit gehe ich jetzt mal wieder raus und dann laufen wir mal hier ein bisschen weiter lang.
So Leute, ich bin jetzt gerade auf so eine richtig enge Felsspalte, da steil hochgeklettert, etwa 6 oder 7 Meter hoch. Da habe ich mal beide Hände gebraucht, deswegen konnte ich ja leider nicht filmen. Ja, ich komme jetzt hier auch langsam wieder in touristisch erschlossenes Gebiet. Da ist hinter mir so ein Sandstrand, den könnt ihr erkennen, so ein Badestrand. Und ja, wo ich gerade gewesen bin, fast schon Geheimtipp. Ich war da, das war menschenleer gewesen, ich war da die ganze Zeit alleine. Das war richtig klasse gewesen. Ja, schwimmen gehen hat sich jetzt erstmal erledigt für mich. Ich werde jetzt erstmal in Alcudia meine Wasservorräte auftanken und dann sehen wir mal weiter. So, und damit herzlich willkommen zurück in Alcudia nach 21,66 Kilometern. Ich sitze hier gerade vor dem Supermarkt Mercadona, habe mir eine Flasche Wasser gegönnt. Das ist ein Wasser, das trinke ich hier sehr gerne. Vichy Catalan, ne? Glasflasche mit Sprudel, richtig geil. Es hat einen richtig schönen intensiven Geschmack, ist auch fast schon salzig, also schmeckt richtig gut. Boah. Und dazu in der Hitze hier eine wunderbare Dose Zitronenlimonade. Von Fanta gab es die leider nicht. Gibt es hier von Kars. Einfach mal probieren. Ja, auch richtig geil. So, dazu werde ich mir jetzt meinen Getränkesack hier mit Wasser ohne Sprudel auffüllen. Und dann denke ich, in der Mittagshitze ist es genau das Richtige, hier einen Berg zu besteigen. Habe ich nämlich eben gesehen, da stehen oben solche Funkmasten drauf. Und ich denke, das werde ich mir noch anschauen und dann gehe ich auch wieder zurück ins Hotel. Kilometer gelaufen und ja, hier stehe ich jetzt vor so einem, neben einem Schild, wo es eben hier die Gegend so ein bisschen beschreibt, und das ist quasi ein Pfad, der hoch zum Puig de Sant Martí führt, auf diesen Berg, wo ich hin will. Ich glaube aber, das ist der Berg hier nebenan, ja. Hier kann man das sehen. Ich will aber hier auf den Berg mit den Funkmasten. Und ja, diese Beschreibung hier sagt, das wären noch 4 Kilometer. Mein GPS-Gerät sagt, das sind noch 1 Kilometer. Also es wird auf jeden Fall spannend. Genau, will ich hoffen, dass ich da auch hin kann und dass das nicht gesperrt ist oder so. Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen hier auf dem etwa 220 Meter hohen Funkturmberg. Das ist nicht der St. Martinberg, sondern der ist halt wie gesagt nebenan. Wie der heißt, weiß ich nicht. Freunde, eine Aussicht, das müsst ihr euch jetzt mal angucken hier. Wahnsinn. Ja, dann hier gerade mal ein Blick über die Landschaft. Hier sehen wir jetzt die Bucht von Poyenza. Da zieht die sich komplett lang. Und wo ich eben rumgeschwommen bin, das war hier, dieser grüne Bereich. Und von da aus bin ich dann hier, querfeldein mehr oder weniger, zurück nach Alcudia gelaufen. Da beginnt dann oder endet je nachdem die Bucht von Alcudia. Die zieht sich dann hier komplett lang. Da hinten kann man dann Can Picafort erkennen. Von da aus bin ich heute Morgen losgelaufen. Und dann zieht sich die Bucht hier hinten weiter. Da sieht man noch, kann man die Berge im Nebel erahnen. Also ist, soweit ich weiß, die größte Bucht von Mallorca. Und ja, also der Blick hier hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieser Aufstieg in der Mittagshitze. Richtig geil. Mittlerweile 10 vor 3 und ja, die Drohnenaufnahmen waren ein bisschen dürftig gerade. Kann ich gar nicht verstehen, dass hier ständig der Funkkontakt abreißt, nur weil hier Funktürme stehen, die mit mehreren Kilowatt auf allen Frequenzen senden. Also kann ich mir nicht erklären. Ja, auf jeden Fall habe ich mich entschieden, ich laufe jetzt zurück nach Alcudia zur Bushaltestation. Das sind etwa 5 Kilometer und dann setze ich mich auch im Bus, fahre nach Hause, springe dann noch eine Runde in den Pool. Ne? Bis dahin habe ich dann, mal gucken. Also jetzt haben wir 28,21 bis zum Bus noch. Also
deutlich über 30 Kilometer geschafft in dieser Hitze heute. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier während des Laufens auf dem Rückweg von euch. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.